Freitagabend könnte ich im Boden versinken, so peinlich war das. Aber vielleicht sollte ich mich trotzdem mal bei Alina melden. Hey Alina, ich bin's, Jackie. Aber okay, das siehst du ja jetzt gerade auch bei der Sprachnotiz. Ach so, scheiße. Hey du, ich wollte nur mal sagen, sorry, dass ich da so ein bisschen drüber war, ein bisschen zu betrunken war. Peinlich. Ja, Alina, tut mir echt leid, dass ich so betrunken war an dem Abend, aber du hast ja... Das machst du also vor der Englischprüfung, hm? Ich mach gar nichts vor der Englischprüfung. Jackie, du bist verliebt. Ich bin immer noch nicht verliebt, ich war es nicht, ich bin es auch immer noch nicht. Kim, ich bin krank, bitte lass mich heute. Weißt du was, ich helfe dir einfach mal ein bisschen. Wie, du hilfst mir mal ein bisschen? Ey. Leon? Ist das nicht diese kleine... Jackie ist doch die Kleine, die ab und zu hier abchillt, oder nicht? Mit den Locken? Ja. Die ist verliebt. Die ist verliebt. Wir sind nicht in Love. Ich stehe nicht auf Alina. Wir sind nur Freunde. Was ist denn los mit dir? Was? Nein! Was laberst du denn jetzt? Die ist doch nicht verliebt. Okay, du hast recht, du hast recht. Dieses. Nur weil mein Herz schlägt, hast du nicht mal dann verliebt. Ich liebe dich, du bist die andere. Nee, sie hat mal, wie hat sie gesagt, du bist die Tollste, die Schönste. Und ja, danke dir, dass es dich gibt. Mann, hast du nicht gesehen, wie die dich angeguckt, die Augen haben gestrahlt, sind für mich so ein Schädel. Das Mädchen war einfach richtig betrunken, okay? Und die ist halt in so eine Schwärmerei gegangen. Ja, und Betrunkene sagen nicht immer die Wahrheit, oder hörst du, ne? Nein, sie steht außerdem auf der Frauen. Und das weißt du? Das weiß ich zu 100%, ja. Warum? Hast du sie gefragt? Ist da doch ein bisschen Interesse deiner Seite? Muss ja nicht peinlich sein. Nein, mir ist nichts peinlich. Ich habe die mit in der letzten Bar genommen. So, weißt du Bescheid. Warum werde ich nie gefragt? Mann, die hat mir vorher gefragt, hier, wo ich gemerkt habe oder woran ich gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe. So, dann habe ich natürlich eins zu eins zusammengezählt und habe gedacht, gut, ne, dann ich nehme dich mal mit und du guckst dich einfach mal um. So nach dem Motto, dass sie herausfindet, was sie will. Sie hat sich dort umgeguckt und gemerkt, dass sie definitiv kein Interesse hat. Ich hab dir doch nur geholfen. Ich wollte das nicht. Wollte ich das? Nein. Habe ich dich um eine Hilfe gebeten? Oh, hab ich ja doch richtig geguckt, ihr beiden. Habt ihr euch auf die Örtlichkeiten zurückgezogen? Ihr wisst schon, dass jetzt gerade MSA-Prüfung Englisch ist, ne? Obwohl, du siehst nicht gut aus. Also du packst das? Eigentlich gehst du ins Bett? Nein, bei mir ist alles in Ordnung. Ich krieg das auch so. Okay, so ladies and gentle ladies, what about joining me? Mm-hmm. Final exams? Come on. Ich schreibe jetzt ein Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen zurück. Das heißt so viel wie mich. Dein Ernst? Ich weiß noch nicht. Okay, wir machen. Das heißt einfach nur... Ich würde erst Fragezeichen, Ausrufezeichen und dann Fragezeichen schicken. Das heißt nämlich so, weiß noch nicht, okay, muss ich mir überlegen. Weißt du, was ich meine? Dann ist es nochmal in die Zukunft zurück. Egal, was du antwortest, du zeigst auf jeden Fall Interesse. Geschafft! Yes. Ey, dann hat die Nachhilfe doch was gebracht, hä? Dass ich dir geholfen habe. Mein Englisch ist ja meine Muttersprache und komm, wir können auch irgendwann mal mit meinem Papa zusammen lernen. Danke. Was? Danke. Hey, ist doch toll, eine Nachricht von Alina. Hast du dir mal die Nachricht angeguckt? Naja, jetzt kannst du ja was Schönes drauf zurückschreiben. Hm? Nein? Was soll ich denn da jetzt zurückschreiben? Kim, sag mal, merkst du es noch? Bitte, wie redest du denn mit mir? Wie? Mann, Kim, warum machst du mir denn immer alles kaputt? Wo grätschst du mir denn überall rein? Ich mach dir alles kaputt. Du versuchst dich in ein Liebesleben von mir einzumischen, was ich gar nicht führe. Das sagst du. Du hast dich bei mir genauso eingemischt. Außerdem hast du nur Scheiße gebaut hast. Hey, ich hab das nicht böse gemeint. Komm mal runter. Schön, dass du es nicht böse gemeint hast. Ich hab tausendmal Nein gesagt. Es ist jetzt, ich sag's jetzt zum letzten Mal. Hör auf, dich in mein Leben einzumischen. Ist mir scheißegal, was du gut meinst. Ey, geh mir aus den Augen. Wie? Hallo? Was du mal machst. Hey, hallo, was geh soll mir das denn? Verpiss dich. Okay. Bring mich nicht zum Ausrasten. Okay. Alles klar, verpiss dich. Soll ich Alina jetzt die Mütze vorbeibringen? So. Dann habe ich wenigstens einen Grund, warum ich zu ihr gehe. Und vielleicht lässt sich das peinliche Ding dann auch aus der Welt schaffen. Regular movement towards new ground.
trusting my instincts into the future. Bis mal wieder. Ciao, schönen Abend euch noch. Ciao, danke. Hi, alles klar? Ja, Kann ich schon was zahlen? 45 macht das. Passt so. Danke dir, schönen Abend euch noch, ja? Ja, was willst du? Du suchst bestimmt Alina, ja? Ja. Die war gerade noch da, ist kurz weg, kommt gleich wieder. Okay, dann hau ich mal rein wieder. Also wenn du 5 Minuten wartest, dann ist sie gleich wieder da, ne? Wie lange brauchst du denn? 5 Minuten vielleicht noch. Ich weiß nicht, kannst dich gerne hinsetzen. Ja, komm ich schon mal rein. Er hat alles bezahlt. So, danke schön. Ja, aber gleich mitkommen, siehst du aus, bis es krank ist. Ja, das muss ich auch schon. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Okay. War die Party ein bisschen zu hart? Solin hat mir erzählt von der letzten Bar und so. Hätte ja nicht gedacht, dass du in sowas reingehst. Ich dachte, in deinem Alter ist man noch eher aufs anderes interessiert. Ciao. Mach's gut. Oder tue dich das an, so Frauen? Da bist du eher so von dem Ufer. So wie du Alina anschaust, ist auf jeden Fall schon einiges bei dir, oder? Ich glaube, ich gehe doch lieber. Ich meine das gar nicht böse. Ich finde das ja total normal. Wir sind in Berlin. Ich alles klar, mach's gut. Ciao. Genau. Hey. Noch ein Gespräch zu führen. Gibst du noch ein paar Minuten? Okay. Ich habe den Wartungsdruck dran. Braucht irgendwas außer den vorbestellten Filmen? Alles, was auf der Liste steht. Mann, ich hoffe, Alina ist gleich fertig mit Telefonieren. Ich habe keinen Bock, bei ihrem komischen Kollegen zu sitzen. Der weiß anscheinend über alles Bescheid. Ich dachte, du wolltest gehen? Alina ist gerade gekommen. Ah, okay. All you need is... so tun, als wenn nichts Krasses passiert ist. Einfach cool bleiben. Ich erkläre Lina jetzt einfach, dass es ein dummes Missverständnis war. Und dann wird hoffentlich alles wieder gut. Und ich hoffe, sie glaubt mir das auch. Hey, sorry, dass es so lange gedauert hat. Was geht ab? Ich wollte halt nur mal sagen, so, dass es ein kleines Missverständnis gab, so mit der Nachricht, dass dem Herz ist. Ich habe dir kein Herz geschickt, das war Kim, die das Herz geschickt hat. Und ja, du weißt ja, wie sie es hat, Dachschaden, das ja kennengelernt. Also ich würde ja kein Herz schicken, wäre ja peinlich, wenn ich ein Herz schicken würde. Und dann wollte ich mich noch dafür entschuldigen, dass ich am Freitag ein bisschen drüber war. Ich habe ein bisschen viel getrunken und dafür wollte ich mich halt entschuldigen. Und ich habe das jetzt, ich weiß, ich habe ein paar dumme Sachen gesagt. Also das war halt alles nicht ernst gemeint, was ich gesagt habe. Ich wollte jetzt nicht dein Date crashen oder so. Willst du mir damit sagen, dass du mich nicht schön findest? Halt nicht, dass ich dich nicht schön finde, halt so. Also, ja. Jackie, alles ist gut. Chill, okay? Wir alle waren mal jung und wir waren alle sicherlich schon irgendwann mal betrunken und haben in unseren betrunkenen Köpfen keine Ahnung, wie viele Peinlichkeiten begangen. Es ist nicht schlimm. Alles chillig. Du sollst dir viel mehr Gedanken um deine Gesundheit machen. Was ist denn, soll ich mal einen Tee machen oder was? Nee, also du brauchst mir keinen Tee machen. Ich glaube, dann ist es, glaube ich, besser, wenn ich nach Hause gehe und mich ins Bett lege. Ja. Du kannst sehr gut schlussfolgern. Ja. Ciao. Gut denn. Einfach echt gerne. Sie ist so nett und so schön. Und auch witzig. It's like a fire made of love. Scheiße. Was mache ich hier eigentlich?
Gott, hoffentlich hat mich Alina nicht gesehen. Sonst denkt sie noch, ich wäre eine Psychostalkerin oder so. Soll ich dir die Mütze jetzt geben oder nicht? Nein, ich kann da jetzt nicht noch mal reingehen. Sonst checkt sie doch noch das. Ja, was eigentlich? Dass ich mich verliebt habe oder so? Nein, das kann ja nicht sein. Ich bin ja nicht lesbisch. Aber wieso bin ich denn überhaupt hierher gekommen? Fuck, oh fuck, man, bitte nicht. Ich kann nicht lesbisch sein.